Ja, hallo und willkommen zurück zum zweiten Video, in dem wir uns Hello World in C-Sharp anschauen und uns dabei auch ein bisschen auf die Fähigkeiten von Visual Studio stürzen. Und vor allen Dingen, wie man dabei Projekte erstellt. Okay, also schauen wir uns einfach mal Visual Studio an. Was kann man hier alles finden? Wir haben hier den Hauptcontent, da wird sozusagen die Startpage angezeigt. Ansonsten sieht man hier aber Code, werden wir nachher sehen. Ansonsten haben wir hier oben eine Menüleiste, wo wir eigentlich Zugang zu allen Kommandos haben, die wir auf Visual Studio ausführen lassen können. Und hier an der Seite habe ich mir den Solution Explorer, den Team Explorer und den Test Explorer als zusätzliche Fenster aufgebaut. Und wir sehen hier, dass der Solution Explorer noch leer ist und in diesem werden wir eben unsere Projektdateien standardmäßig angezeigt bekommen. So, das erste, was wir jetzt machen, ist File New Project, was man auch hier im Shortcut auf der Startpage sehen kann. Wähle ich das mal aus. Und ich möchte unter ITPG2 meine Solution speichern. Hier in diesem New Project Dialog findet man außerdem noch sogenannte Projekt-Templates, also Vorlagen. Hier unter dem Bereich Visual C-Sharp sind eben alle möglichen C-Sharp-Projekte, die man auswählen kann, angezeigt. Hier unten bei Other Languages würde man zum Beispiel dann auch C++ finden. Das schauen wir uns dann später an. Bei C-Sharp sieht man, gibt es eine ganze Menge an Projekttypen. Und das Wichtigste für uns ist eine sogenannte Console Application im jetzigen Moment. Was später noch interessant wird, ist eine WPF Application. Das sind Desktop-Applikationen, die auf dem Desktop laufen. Der Gegensatz dazu wären eben sogenannte Windows Store Apps, die eben auf Modern UI laufen, also in der neuen Startmenü-Oberfläche. Und Class Libraries sind eben Bibliotheken, hier oben haben wir es, Class Libraries, in denen man Code auslagert, den man in mehreren Projekten einsetzen möchte. Dann spricht man eben von einem Framework. Also wenn man Class Libraries sind selber erstmal nicht lauffähig, aber man kann sie quasi verwenden, um Code vorzukompilieren und dann zu anderen Projekten hinzuzufügen. Und wir schauen uns jetzt erstmal die Console Application an und die nenne ich einfach Hello World. Okay. So, das Wichtigste, was wir jetzt beachten sollen, ist, was hier im Solution Explorer passiert ist erstmal. Hier haben wir ganz oben in dieser Baumansicht ein sogenanntes Solution-File bekommen. Und dieses heißt eben Hello World. Und in diesem Solution-File ist ein Projekt referenziert, das ist ein C-Sharp-Projekt. Und wenn man hier einen Rechtsklick macht und mal auf die Eigenschaften guckt, Properties, dann sieht man das eben, dass wir anscheinend eine sogenannte Assembly haben, die Hello World heißt und dass das Ganze eine Konsolenapplikation ist, die .NET 4.5, das ist das Framework, was mit C-Sharp mit ausgeliefert wird, von Microsoft verwendet. Das sind so die Standardeinstellungen. Und hier sehen wir jetzt den Einstiegspunkt in unser Programm. Das ist wie schon aus C auch bekannt, eine sogenannte Main-Funktion. Hat hier das Schlüsselwort Static noch davor und bekommt ein Array von Strings mitgeliefert. So, der erste Unterschied zu einem C-Programm, wie man es aus PG1 kennt, ist, dass diese Main-Funktion nicht einfach innerhalb eines Codefiles frei liegen kann, sondern dass
diese Funktion innerhalb einer Klasse sein muss. Und diese Klasse ist eben genau hier deklariert. Diese Klasse heißt Program und ist von diesen beiden geschweiften Klammern eingeschlossen. Und genau dazwischen muss eben die Main-Funktion liegen. Die Klasse selber wiederum liegt in einem sogenannten Namespace. Was Namespaces genau sind, das schauen wir uns jetzt aber noch nicht im Detail an. Was auch interessant ist, ist, was eigentlich in unserem Ordner passiert ist. Das ist der Ordner, in dem ich dieses Projekt erstellt habe. Wir haben hier einen neuen Unterordner bekommen namens Hello World. Und hier finden wir eben dieses SLN für Solution. Diese Datei repräsentiert letztendlich das oberste Element hier im Baum. Und hier haben wir eine CSProj-Datei, also für C-Sharp Project. Und das repräsentiert letztendlich dieses Teil hier im Solution Explorer. Und ansonsten haben wir eben die Program.cs, korrespondiert hier eben zu diesem Teil. Wir haben eine sogenannte App.config, die ist auch dabei, auch die schauen wir uns jetzt erstmal nicht an. Und ansonsten haben wir hier noch Properties, hier stehen sozusagen die in dieser Assembly-Info-CS die Informationen drin, die wir hier in diesem Dialog schon mal gesehen haben. Also wenn ich hier was ändere, wird letztendlich diese Datei auf der rechten Seite angepasst. Okay, hier wird reinkompiliert und hier in diesen Bin-Ordner wird eben letztendlich rein gelinkt. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie der Hello World Code aussieht. So, das ist das Simpelste, was wir machen müssen. Wir müssen von der Klasse Konsole die statische Methode WriteLine aufrufen. Und dieser WriteLine-Methode übergeben wir einen String, eben das, was wir ausgeben wollen. Und schon sind wir fertig. Das heißt, wir können das Ganze jetzt laufen lassen. Das macht man über diesen Start-Button hier oben. Aber ich würde gleich empfehlen, dass man das mit dem Shortcut macht auf der Tastatur. Das wäre einfach die F5-Taste. Wenn wir das ausführen, dann sehen wir, das war gar nicht mal so gut. Das Fenster geht ja gleich wieder weg. Was wir jetzt machen könnten, wäre, wir lassen vom User uns eine Eingabe betätigen. Das macht man mit der Funktion readline. Und jetzt sehen wir hier, dass Hello World eben ausgegeben wird in diesem Fenster. Und wenn wir hier beliebige Sachen eingeben und irgendwann mal Enter drücken, dann wird eben dann springt diese Funktion zurück und der normale Konsolenablauf oder Entschuldigung, der Programmablauf geht weiter. Okay, das ist Hello World. Wir können auch noch mal kurz gucken, was sich jetzt hier getan hat. Wir haben hier im Debug-Verzeichnis unsere Hello World Exe. Vorher hatten wir nur diese drei Dateien drin. Der Unterschied zu diesen, also ich erkläre einfach der Reihe nach, was man hier sieht. Hello World Exe ist natürlich unser Programm. Diese HelloWorld.exe.config entspricht dieser App.config. Die wird dann einfach mit dem Namen der Assembly, die wir durchs Kompilieren generieren. Also Assembly beschreibt mal hier diese Exe-Datei. Eine Assembly ist im Prinzip bloß der Name für kompilierten Code. Und das kann entweder eine Bibliothek sein oder eben ein ausführbares Programm. Aber in beiden Fällen spricht man im .NET-Umfeld von einer Assembly. Also alles, was quasi hier in dieser App-Config drin steht, hier steht eigentlich bloß drin, dass wir .NET 4.5 gerne
als Target Framework hätten. Genau das gleiche steht eben hier auch drin. Diese PDB-Datei sind sogenannte Debug-Symbole. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Wir können mit Visual Studio nicht bloß Code schreiben, kompilieren und ausführen, sondern wir können auch sogenannte Breakpoints setzen, also Punkte angeben, in denen der Programmablauf stoppen soll. Und wenn wir im sogenannten im Debug-Modus, also wenn Visual Studio die Exe ausführt, unser Programm, und dann auf diese Zeile hier stößt, dann hält eben das Programm an. Und das sieht dann einfach so aus, wenn ich jetzt wieder F5 drücke zum Starten, komme ich hier an dieser Zeile an und wir sehen, bevor diese Zeile ausgeführt wird, hat der Debugger angehalten und wir können jetzt hier unten nochmal gucken, was alles sich verändert hat. Wir haben jetzt zusätzliche Fenster hier. Wir haben ein sogenanntes Output-Fenster. Da sehen wir, was .NET oder unser eigener Code in den sogenannten Trace schreibt. Der Trace kann man sich einfach vorstellen wie so eine Art Mini-Log, in dem hintergründliche Informationen zum aktuellen Prozess findet. Also wir sehen hier zum Beispiel, dass andere Assemblies geladen wurden. Ja, dieser Console-WriteLine-Aufruf, den wir hier nutzen, der steckt ja nicht in unserem Programm selbst drin, sondern der wurde, Console-WriteLine ist Teil des .NET-Frameworks. Genau, und hier auf der rechten Seite sehen wir den sogenannten Call-Stack. Hier sieht man jetzt in diesem Fall auch andere Funktionen, die eben .NET gestartet hat. Was das zu bedeuten hat, schauen wir uns auch später noch an. Aber wir sind hier ganz oben auf dem Call-Stack in dieser Main-Funktion eben, genau an dieser Stelle. Was wir auch anschauen könnten hier im Locals-Window ist eben, welche lokalen Variablen habe ich in dieser Funktion. Und im Watch-Window können wir Sachen angeben, die wir gerne überwacht haben würden. Also im Locals sehen wir jetzt hier gerade diese Argumente, die man dem Programm mitgeben könnte. Und ansonsten haben wir hier noch keine Variablen oder irgendwas definiert. Genau, mit den Kommandos hier oben kann man dann durch den Code debuggen. Wir sehen hier Step Into. Das heißt, wir würden in die Funktion reinspringen. Da wir den Code hier aber nicht selbst geschrieben haben, geht das nicht. Step Over heißt, wir springen einfach zur nächsten Zeile über. Das wäre mit F10 gemacht. Und mit Shift F11 können wir sogar aus der jetzigen Funktion einfach rausspringen und erst dann wieder anhalten, wenn die Funktion beendet wurde. Aber ich benutze jetzt einfach F10 oder ich mache es hier oben mal über das Kommando. Mit Step Over. Wir haben jetzt hier diese Write-Line-Funktion aufgerufen und wir sehen jetzt hier steht Hello World. Sobald ich hier auf F10 gehe, hält das Programm an und erwartet eben eine Eingabe von mir. Ich drücke jetzt Enter und wir sehen, wir springen wieder aus dieser Funktion raus und können das Programm dann ablaufen lassen, wenn es zu Ende ist. Okay. Wer Konsolenprogramme schreibt, und das werden wir am Anfang ziemlich oft machen, man muss nicht am Ende immer Readline stehen haben, damit man die Ausgabe des Programms noch sehen kann. Wir können dieses Readline auch entfernen. Und wenn ich mich recht entsinne, kann man Steuerung F5 drücken. Also nicht bloß mit F5 oder mit diesem Button hier oben in den Debug-Modus gehen, sondern wenn wir Steuerung und F5 drücken, dann fügt da automatisch am Ende ein solches Press any key to continue mit ein. So, der Vollständigkeit halber, was sind denn eigentlich diese Dateien hier? Im Prinzip anscheinend ja ziemlich das gleiche. Die sogenannten VHost-Dateien, die werden einfach von Visual Studio genutzt, wenn sie aufgerufen werden. Also wenn wir quasi unser Programm hier im
über Visual Studio starten, dann wird eben diese vhost.exe benutzt im Zusammenhang mit eben der zugehörigen Konfigurationsdatei. Und dazu gibt es auch noch eine Manifest-Datei. Da muss man sich nicht wirklich drum kümmern, was es genau ist. Wichtig ist eigentlich bloß, dass diese vhost-Dateien benutzt werden, wenn wir hier intern in der Entwicklungsumgebung auf Start drücken. Wenn wir das Programm direkt ausführen, und ich kompiliere es nochmal, das kann man natürlich auch machen, das zeige ich auch gleich nochmal, wenn man es gesehen hat, man kann auf die Solution klicken mit Rechtsklick und dann eben Build Solution, dann wird die, alles, was sich verändert hat in der Solution, nochmal neu erstellt, also neu kompiliert und neu gelinkt. Man kann das aber wahlweise eben auch hier oben über Project, Entschuldigung, wenn ich hier das Projekt ausgewählt habe, sollte man eigentlich auch bilden können. Entschuldigung, bei Build natürlich, nicht bei Project. Also auch hier kann ich mit Build Solution das Projekt nochmal erstellen. Oder man merkt sich einfach den Shortcut mit F6. Ja, wir sehen dann auch hier links unten ist die Statusanzeige von der letzten Aktion und wir sehen hier Build Succeeded. Und wir können jetzt natürlich, nachdem ich diesen Readline-Aufruf wieder reingenommen habe, auch das Projekt mal direkt hier ausführen und wir sehen, Konsole geht auf, wir sehen Hello World, fertig. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich erstmal zu dieser kleinen Hello World-Einführung sagen möchte. Wir haben gesehen, wie wir ein neues Projekt erstellen. Das war hier oben, File New Project. Es kann übrigens nur immer eine Solution gleichzeitig geöffnet sein, aber eine Solution kann mehrere Projekte haben. Also wir könnten hier noch ein anderes Projekt hinzufügen. Wir haben gelernt, dass es auch in C# eine Main-Funktion gibt. Auch die bekommt ein Array von Argumenten. Und diese müssen wir aber noch mit Static kennzeichnen und sie muss eben innerhalb einer Klasse sein. Diese Klasse ist wiederum selbst innerhalb eines sogenannten Namespaces. Dann haben wir gelernt, wie wir kompilieren. Wir haben gelernt, wie wir das Programm ausführen, einfach hier mit Start. Bei Start wird natürlich auch mitkompiliert, wenn es notwendig ist. Und wir haben uns angeschaut, welche Dateien eigentlich zu einer Solution und zu einem C#-Projekt alles dazugehören. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Video.